Ich habe heute wieder tolle Mannschaftsleistung gesehen. Ich glaube, dass wir von Anfang an den Willen gezeigt haben, hier gegen den VfL Wolfsburg zu gewinnen. Wir haben gewusst, dass sie mit sehr breiter Brust hier ankommen, mit einer unheimlich tollen Serie und mit sehr viel Selbstvertrauen. Aber wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt. Wir haben in der 9. Minute eine sehr entscheidende Situation, denke ich, gesehen. Oder eigentlich entscheidende Situation gesehen, weil das war ein Foul und das war dann entweder Freistoß oder Elfmeter, je nachdem, wie er es entscheidet, und eine rote Karte. Und dann kannst du hier mit oder 80 Minuten lang mit einem Mann mehr spielen. Das war nicht so, aber der Schiedsrichter hat es eigentlich so entschieden. Mich wundert dann immer wieder, wie dann ein Linienrichter da eingreifen will, aber er hat es gemacht und dadurch waren wir eigentlich benachteiligt und in der ersten Hälfte spielbestimmend, aber ohne ein Tor. In der zweiten Halbzeit war es so, dass Wolfsburg besser geworden ist, besser aufgekommen ist, wir Probleme gehabt haben. Und genau in der Phase nach der Einwechslung von Kajubi mit einem langen Ball im 16er dann auch über den zweiten Ball im Auftauchen. Und da Baba das sehr gut macht und da den Elfmeter dann bekommt und wir im Nachschuss den reinmachen. Das war die Führung. Es war wichtig für uns und das haben wir gut verteidigt, dass du dann immer brenzlige Situationen erleben musst und wenn Wolfsburg so viel Qualität hat und die Qualität dann alles nach vorne schmeißt, dann wird es eng und so war es dann auch ein, zwei Mal und da haben wir auch einen guten Torwart gehabt heute in einer Situation und auch das notwendige Glück, aber im Großen und Ganzen denke ich schon auch, dass es hoch verdient war oder dass es verdient war, das hoch lassen wir weg, dass es verdient war, dieser Sieg und dass uns der sehr, sehr gut tut. Ich glaube, mit 38 Punkten haben wir den Klassenerhalt sicher. Ich glaube, wir haben unsere Pflicht erfüllt. Ich glaube, dass wir behaupten können, dass wir am 23. Spieltag nicht abgestiegen sind und das trauen wir uns auch zu behaupten, auch wenn es theoretisch anders kommen oder rechnerisch möglich wäre. Und aus der Situation lässt sich jetzt super angreifen und weitermachen und da gehen wir mit sehr viel Elan und Spaß in die letzten 10 Spiele. Danke. Ja, wir wollen so hoch wie möglich zum Schluss dastehen. Ist klar, dass wer die Mannschaft heute beobachtet hat, hat gesehen, was die Mannschaft will. Und wer zwei Drittel der Saison da oben mit dabei ist, der will auch noch drei Drittel ganz oben mit dabei sein. Aber die Pflicht ist erfüllt und jetzt schauen wir, was in der Kür geht. Aber wenn es geht, dann wollen wir genauso zum Schluss in die Ziellinie einlaufen. Das ist ganz klar, dass wir jetzt jedes Spiel angehen, um das zu gewinnen. Und wenn uns das gelingen würde, dann wird sich das automatisch ergeben, dass wir zum Schluss auch oben stehen. Aber erstmal bin ich froh, dass wir die Pflicht erfüllt haben.